und ich begrüße Bernd Schneider. Er ist der Referatsleiter Barrierefreie Medien der Deutschen Gesellschaft der Hörbehinderten, Selbsthilfe und Fachverbände e.V. Lieber Bernd, du hast das Wort. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Ich möchte einen kleinen Rückblick anstellen und schauen aus Verbandssicht, wo wir im Moment auch stehen. Ich denke, die Verbände, die hier dabei sind, die kennen das auch, aber für die Entscheidungsträger ist das sicherlich gut, nochmal zu schauen, welche Forderungen, welche Bedürfnisse wir haben und welche Wünsche und so einen kleinen Blick in die Vergangenheit anzustellen, ist vielleicht auch nicht verkehrt. Ich möchte mich auf drei Bereiche fokussieren. Nämlich zum einen das Thema Untertitel, dann das Thema Gebärdensprache und auch das Thema Sehen statt Hören. Das werden die drei Bereiche sein, also jeweils Rückblick und auch aktueller Stand. Ja, schon damals, 1885, kam das Wort Inklusion noch gar nicht vor, aber und auch das Thema Barrierefreiheit stand noch gar nicht auf der Tagesordnung, aber wir hatten 100% Untertitel, ja. Stummfilmzeit für gehörlose Menschen war ein Traum. Alles wurde durch Zwischentitel eingeblendet, weil es Untertitel noch nicht gab. Und es war wirklich, wenn man zurückdenkt, eigentlich ein Traum. Die Stummfilmzeit war für uns super. Wir konnten das alle angucken und konnten die Filme entsprechend genießen. Dann ist die Entwicklung weiter fortgeschritten. Die Zeit bleibt ja nicht stehen, wie wir alle wissen. Und insofern war das 1930 mit der Entstehung des Tonfilmes eben nicht mehr barrierefrei. Ja, der Tonfilm kam auf. Normalerweise wäre das nicht schwierig gewesen, aber man hat vergessen, zu dieser Zeit die Untertitel weiterzuführen. Und insofern sind wir dann von den Fernsehangeboten ausgeschlossen worden. Ja, dann 1980, also 50 Jahre später, in der Zwischenzeit gab es auch OMU oder auch Situationen in den Kinos oder Untertitel, die fest eingeblendet worden sind, hat man das erste Mal Teletext eingeführt. Und der Vorteil war, dass man die Untertitel an- und ausschalten konnte. Ja. Und im ZDF war das die Seite 777, im ersten 150 und so weiter. Ich glaube, die gehörlosen Menschen werden das alle wissen, wo sie die entsprechenden Untertitel zuschalten können. Ja, der Vorteil war, dass Hörende sich nicht gestört fühlen und nur wir sozusagen die Untertitel einschalten konnten. Man hat Untertitel und auch Videotext eingeführt, aber in der Tagesschau gab es keine Untertitel. Das war damals nicht der Fall. Und das war damals der Elternverband, der sich sehr engagiert hat, der Elternverband von gehörlosen Kindern, dass Untertitel eben auch in der Tagesschau vorkommen. Es gab damals eine Unterschriftensammlung, die der Deutsche Gehörlosenbund gemacht hat. Das ist Herr Wolfgang Czempin, der damals im Deutschen Gehörlosenbund noch nicht Präsident war, aber schon mit im Vorstand gearbeitet hat. Und er hat diese Unterschriftenaktion übernommen und hat 575.000 Unterschriften gesammelt und auch entsprechend an den Fernsehsender übergeben. Das war am 5. März 1982. Und dann war es so, dass täglich die Tagesschau auch mit Untertiteln ausgestrahlt worden ist. Ich möchte noch kurz etwas zeigen, dass gesagt wurde, die Tagesschau, das sind am Tag 15 Minuten, das ist jetzt nicht die Welt, aber der Aufwand für diese 575.000 Unterschriften, die zu sammeln und die zu übergeben, war schon sehr, sehr groß. Und vielleicht haben wir heute mit weniger Aufwand mehr Ergebnis. Also vielleicht kriegen wir einfach mehr Barrierefreiheit hin mit einem entsprechenden wenigen Aufwand. Dann habe ich hier noch wichtige Punkte aufgeführt. Die DVD wurde eingeführt und es war sehr praktisch, weil man verschiedene Sprachen untertitelt haben konnte und anschauen konnte. Im Jahr 2000 hat ProSieben angefangen mit der Untertitelung. Im Jahr 2002 haben
wir das Bundesbehindertengleichstellungsgesetz, das trat da in Kraft. Und auch in 2002 hat Kabel 1 mit der Untertitelung gestartet. In 2004 hat Premiere angefangen, was ja heute Sky ist, mit Untertitelung. Und das sind so einige wichtige Meilensteine. Es ist nur sehr langsam passiert, dass die Untertitel wirklich mehr geworden sind. Also ich habe hier die Statistik nochmal mitgebracht. Die Entwicklung mit der Videotexteinführung war hier 1980 und man sieht wirklich, dass die Kurve sehr, sehr langsam nur ansteigt, obwohl in 2002 das Bundesbehindertengleichstellungsgesetz in Kraft getreten ist. Also ich hätte eigentlich erwartet, dass die Kurve da viel stärker ansteigt, tut sie aber nicht. Damals gab es die Überlegung vom Deutschen Gehörlosenbund und auch von der Deutschen Gesellschaft eine Demo zu organisieren. Und es war eine gute Gelegenheit, in 2008 in Köln bei den Kulturtagen eben diese Demo stattfinden zu lassen. Die Gruppe Sign Dialog, die sich damals als Aktionsgruppe gegründet hat, als Gruppe vom Deutschen Gehörlosenbund, hat diese Demo organisiert. Und da waren 7000 Teilnehmer dabei. Also der Demonstrationszug war relativ lang. Wir waren in Köln unterwegs und haben eben schon damals gefordert 100% Untertitel. Das Heute-Journal vom ZDF hat diese Demo damals gezeigt und hat auch darauf hingewiesen. Und danach war es so, dass der WDR das auch ernst genommen hat und versprochen hat, es wird eine Verdoppelung der Untertitel geben, von 30% auf 60%. Und das ist auch bewahrheitet worden vom WDR, das hat aber nur der WDR gemacht und die anderen Rundfunkanstalten nicht, aber es hat wirklich eine Verdoppelung der Untertitelquote gegeben. Gleichzeitig haben wir auch Unterschriften gesammelt zum Thema Recht auf Untertitel und haben von der Vorgängerin von Herrn Dreyer, dann waren wir in der Staatssekretariat und haben die Unterschriften übergeben. Das war ein ganzen Ordner voll mit den Unterschriften und haben die eben an Projekt übergeben. Und er hat damals versprochen, sich einzusetzen, damit der Rundfunkstaatsvertrag geändert wird. Dass das Thema Untertitel eben auch noch vermehrt vorkommt. Der Rundfunkstaatsvertrag ist dann auch geändert worden. Am 1. Juni 2009. Und es steht da, dass die Anbieter nach Absatz 1 Satz 1 über ihr bereits bestehendes Engagement hinaus im Rahmen ihrer technischen und finanziellen Möglichkeiten vermehrt Untertitelangebote aufnehmen können. Also das Wort vermehrt kommt hier vor. Nach Möglichkeit vermehrt barrierefreie Angebote. Und wir haben uns natürlich darüber gefreut, dass es diesen schönen Schritt gibt. Aber die Formulierung ist ja eigentlich relativ schwammig, weil was bedeutet das? Im Rahmen der technischen Möglichkeiten, also die technischen Möglichkeiten, die gibt es. Also man hat Videotext, man hat digitale Untertitel, man hat Untertitel im Internet, die man an- und ausschalten kann. Also die technischen Möglichkeiten, ich glaube, darüber müssen wir nicht mehr diskutieren. Da ist jetzt nicht mehr so viel zu verbessern, das ist eigentlich ausgereift, aber wir diskutieren im Moment über das Thema finanzielle Möglichkeiten. Ja, das bedeutet für uns, es gibt ein Angebot und wir möchten das Angebot verdoppeln oder auch erhöhen, da muss man eigentlich die finanziellen Mittel erhöhen. Und wir möchten jetzt nicht nochmal 30 Jahre warten, sondern wir möchten eigentlich, dass das bald passiert und es bald barrierefreie Angebote vermehrt gibt. Vorbild in dieser Richtung ist für uns, sind für uns die Vereinigten Staaten. Da sind die Untertitel wirklich gesetzlich geregelt und auch verpflichtend. Und wir haben hier eine Quote von 100%. Wenn man jetzt nach England schaut, nach Großbritannien, ist es auch so, dass 80% untertitelt wird. Das ist wirklich sehr, sehr viel. Und 5% des Programms in Gebärdensprache stattfindet. Und wir möchten das eigentlich auf Deutschland übertragen. Wir möchten natürlich 100% Untertitel und 5% Gebärdensprache. Aber Uli Hase hat schon darauf hingewiesen, im Internet und ganz versteckt sollte dieses Programm oder dieses Angebot nicht vorgehalten werden. Sondern es ist ja auch so, dass nicht alle Leute Internet haben. Und es wäre wirklich gut, wenn man den Fernseher anmacht und die Möglichkeit hat,
Untertitel und auch Gebärdensprache im Fernsehen zu erleben. Viele Leute haben einen Fernseher und wollen den nicht mit dem Internet verbinden, weil sie Angst haben vor dem Thema Datenschutz. Viele haben auch eine Webcam mit im Fernseher und haben dann die Situation, dass sie Angst haben, irgendwann auf Google zu erscheinen. Ja? Und insofern, sie möchten auch nicht mit Werbung zugetextet werden, weil wenn sie dann einmal gelistet sind, kriegen sie vielleicht Werbung zum Thema Hörgeräte oder was auch immer. Und insofern ist das die Möglichkeit, Untertitel einfach im Fernsehen zu sehen. Und Gebärdensprachdolmetscher eben auch. Es ist schon angesprochen worden, das Gebührenmodell hat sich verändert. Es ist die Situation, dass jetzt pro Haushalt Gebühren bezahlt werden und die Deutsche Gesellschaft und der Deutsche Gehörlosen und der Deutsche Schwerhörigenbund haben sich geeinigt, eben auch ein Drittel von diesem Beitrag zu zahlen, aber auf der anderen Seite dann auch zu fordern, 100% Untertitel und 5% Gebärdensprache. Und die dritte Forderung war ein clean Audiosignal, also ein sauberes Audiosignal. Ich denke, in den Geschäftsberichten von der KEF taucht das auch entsprechend auf. Das ist die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs, den man im Internet auch sich entsprechend aufrufen kann. Hier sieht man, dass die Quote bis 2012, wo die Gebührenbefreiung noch da war, sich nicht entsprechend geändert hat. Dann sind die Gebühren eingeführt worden und es ist eben auch mehr für Untertitel und auch für Audiodeskription ausgegeben worden. Das sieht man hier an den steigenden Kurven. Das ist sicherlich sehr schön, dass da sehr viel passiert ist. Und ich habe Ihnen hier nochmal mitgebracht die Zahlen, die ich bekommen habe zum Thema Untertitelquote und wo ich aber auch durch die Zeitschriften, also durch das Symbol Untertitel, berechnet habe, wie das Programm entsprechend mit Untertitel ausgestattet wird. Ich bekomme jetzt die Zahlen, Herr Mofogel hat es schon gesagt, wir treffen uns jedes Jahr, zum Beispiel beim RBB, beim NDR oder auch beim WDR und auch bei einigen anderen Rundfunkanstalten und werten die Zahlen aus und haben auch wirklich sehr schöne Gespräche. Und das sind die Zahlen, die ich Ihnen hier mitgebracht habe. Das sind Zahlen, die ich jetzt eben nicht mehr selber ermitteln muss, sondern die mir die Sender zur Verfügung gestellt haben. Ich bin sehr froh, wenn ich das jetzt hier betrachte. Das waren 49% und wir sind jetzt beim ersten bei 95%. Also das ist wirklich fast das Doppelte. Auch beim NDR ist es so, dass sich die Quote fast verdoppelt hat, also von 42 auf 80. Und das ist wirklich sehr viel, also wenn man die Quote betrachtet. Aber Uli Hase hat es schon gesagt, es ist sehr unterschiedlich. Es gibt keine klaren Leitlinien, es gibt keinen Meilenstein oder auch keine Quote, die angepeilt wird für die Zukunft, bis 2020 ungefähr oder bis 2030. Das ist sehr wenig, also 44% erscheint mir sehr wenig und das erste ist echt top. Also insofern, das ist sehr, sehr unterschiedlich nach wie vor. Aufgefallen ist mir aber auch, dass im ersten Jahr die Quote sehr stark angestiegen ist. Wenn wir uns das erste Jahr betrachten, das ist immer die Gesamtquote. Und danach wird es immer ein Ticken weniger, also der Anstieg. Und ich habe das Gefühl, im ersten Jahr hat man sich sehr gekümmert und danach hat man gedacht, naja, weniger recht auch. Aber wir haben eigentlich erwartet, dass diese Steigerung so weiter mitgenommen wird, bis wir die 100%-Marke erreicht haben. Und wir finden das sehr schade, dass es eben noch nicht der Fall ist. Und insofern fordern wir, die Untertitelquote wirklich festzulegen. Und wir möchten jetzt nicht noch warten, was in 30 Jahren ist, sondern wirklich die Quote von 100% erfüllt haben. Jetzt gucke ich mir nochmal diesen Bereich an. 2002, Behindertengleichstellungsgesetz tritt in Kraft. 2009, der Rundfunkstaatsvertrag wird geändert. Und auch 2009, die UN-Behindertenrechtskonvention tritt in Kraft und wird ratifiziert. Seit 2013 bezahlen wir auch ein Drittel der GEZ-Gebühren. Wir waren vorher befreit. Ja, das gab nochmal sozusagen einen Anstoß, um die Quote eben entsprechend auszubauen. Und die grüne Quote, das sind ARD und ZDF. Das blaue, das sind die dritten, also die regionalen Sender. Also
Bayerischer Rundfunk, SWR, NDR und so weiter. Und das hier, das ist leider weiß, das kann man hier gar nicht so gut sehen. Das sind die Spartenkanäle, also zum Beispiel Arte, ZDF, Doku, Info, was es da auch alles gibt. Tagesschau 24, also die entsprechenden Spartenkanäle. Bei Phoenix ist es so, dass Gebärdensprache gezeigt wird, aber eben keine Untertitel gezeigt werden. Das Schwarze sind die privaten Sender. Es gibt in England eine Untersuchung zur Frage, wer eigentlich Untertitel benutzt. Das hat die Medienaufsicht in Auftrag gegeben, die heißt Ofcom. Und das Ergebnis sagt, dass 20% der Untertitelnutzer hörgeschädigte Menschen sind. Und 80% Hörende. Also die Mehrheit der Hörenden schaut eben auch Fernsehen mit Untertiteln. Und viele Hörende, die vielleicht Originalsprache sehen möchten oder aber die, denen das zu laut ist mit den Umgebungsgeräuschen, gucken sich dann, weiß ich nicht, wo auch immer sie sich befinden, lieber Fernsehen mit Untertiteln an. Deswegen zahlen wir eben ein Drittel für die Untertitel. Und eigentlich ist das viel zu wenig, weil die Hörenden, die ja auch gucken, die ja auch Fernsehen mit Untertiteln genießen können und die ja auch Gebühren zahlen, müssten den Rest aufbringen, um eben die Untertitelquote entsprechend zu erhöhen. Die KEF hat jetzt einen neuen Geschäftsbericht gegeben. Ich hatte vorher den 19. Geschäftsbericht angeworfen und das ist jetzt der 20. Und da geht schon eine Vorausschau drin, wie es im Jahr 2020 aussehen kann. Und ich denke, die Steigerung ist minimal. Also wenn man sich das jetzt hier wirklich betrachtet, ist das jetzt kein großer Schritt. Wir haben jetzt 30 Jahre gewartet und wir möchten das jetzt nicht nochmal. Und eigentlich müssen diese Schritte größer sein. Die neue Entwicklung HBB-TV, die es gibt, wo man Untertitel auch entsprechend individuell anpassen kann an die Lichtverhältnisse, an die Schriftgröße oder auch an den Hintergrund oder die Position im Bild, ist ein sehr, sehr schönes zusätzliches Angebot. Also Videotext sollte wirklich bestehen bleiben und auch die Untertitel. Und das kann man eben entsprechend zuschalten im HBB-TV. Wenn das wegfällt und man hat nur noch die Untertitel im HBB-TV, müssen sich alle neue Fernseher kaufen, müssen alle einen Internetanschluss haben und so weiter. Und insofern ist das ein gutes zusätzliches Angebot. Und das wünsche ich mir eigentlich auch für das Thema Gebärdensprache im Fernsehen als zusätzliches Angebot. Kein Entweder-Oder, sondern ein Sowohl-als-auch. Ich komme jetzt zum zweiten Bereich, nämlich zum Thema Gebärdensprache. Gebärdensprache im Fernsehen ist jetzt keine neue Idee, sondern es war schon 1960 so, dass in Amerika es eine Fernsehsendung gab, wo eine Frau, die Coda war, also die gehörlose Eltern hatte, daneben saß, neben dem Moderator und die Nachrichten entsprechend übersetzt hat. Das ist damals eingeführt worden, einmal in der Woche, und es war geplant, das jeden Tag durchzuführen, und das 1960. Also das ist jetzt 50 oder 60 Jahre her, also das ist jetzt nichts Neues. Deutschland ist wirklich sehr, sehr stark im Rückstand, was den Bereich betrifft. Der Sendestart bei Phoenix, wo wirklich tägliche Sendungen mit Gebärdensprachdolmetsch-Einblendung stattfanden, ist aus dem Jahr 1997. Und wir haben uns damals alle beklagt, dass die Verdolmetschung sehr klein ist. Und viele hatten noch keinen Flachbildfernseher zu Hause, sondern noch einen mit so einem Bauch da hinten dran. Und das Bild war relativ klein, das Bild der Dolmetscherin. Ja, man sieht hier die alte Einblendung. Und in 2013 hat man dann sich bei Phoenix gedacht, wir schaffen das ab und sparen Geld für die Untertitel und setzen das für die Untertitel ein. Das war eine Idee und es gab einen sehr großen Aufschrei unter den hörgeschädigten Verbänden
Und dieser Vorschlag wurde dann zurückgezogen. Man hat die hörgeschädigten Verbände eingeladen. Der Deutsche Gehörlosenbund, der Deutsche Schwerhörigenbund, die Deutsche Gesellschaft waren bei Phoenix und haben nochmal erklärt, warum das so wichtig ist, dass eben auch Nachrichtensendungen in der Muttersprache stattfinden, warum Untertitel wichtig sind, aber auch das Thema Gebärdensprache im Fernsehen. Das ist dann auch verstanden worden und wir haben ein Versprechen bekommen, dass diese Nachrichtensendung weiterhin in Gebärdensprache stattfindet. Und wir hatten noch eine kleine Bitte geäußert, nämlich, dass man sich auch an den anderen Ländern orientiert, wo eben die Gebärdensprachdolmetscheinblendungen viel größer sind. Und seitdem sieht das Bild so aus. Ja, das ist wirklich sehr schön. Ich finde, das ist sehr gelungen. Das Angenehme daran ist, ich kann Tagesschau schauen und ich kann umschalten. Ich kann einfach nur umschalten und kann dann eben auch Gebärdensprache sehen. Das ist jetzt genau dasselbe, wie als wenn ich Untertitel an- und ausmache. Ich schalte einfach nur um. Schade ist jedoch, dass das im Fernsehen vorkommt, aber die anderen Fernsehsender das versteckt im Internet laufen lassen. Und man muss eben einen Internetanschluss haben, um die Nachrichten im Fernsehen zu sehen mit Gebärdensprachdolmetscheinblendung. Wenn man ein schwaches Internet hat, auf dem Land wohnt, oder aber ein älterer Mitbürger ist, der sich mit Technik nicht so gut auskennt, hat man die Möglichkeit nicht. Ich habe nochmal geguckt, welche Sendungen mit Gebärdensprache gesendet werden und ausgestrahlt werden. Also Sehstatur möchte ich jetzt ausklammern, das ist eine spezielle Sendung für gehörlose Menschen. Aber wo kommt Gebärdensprache im Fernsehen vor? Also wir fordern ja eigentlich 5%. Aber im Moment ist es so, dass 3,4, 0,6 sehr wenig sind und viele Sender gar nichts haben. Also zum Beispiel der RBB taucht gar nicht auf oder der SWR, die kommen da überhaupt nicht vor. Und insofern ist das für uns noch nicht ausreichend. Das wird im Fernsehen gezeigt und das hier oben findet auch nur im Internet statt. Und wer kein Internet hat, hat eben Pech gehabt. Ja, in anderen Ländern, wie sieht es da aus? Da ist Gebärdensprache im Fernsehen eine Selbstverständlichkeit. Ich habe hier einige Beispiele aufgeführt. Also Russland, Malta, Griechenland, Bulgarien, Spanien. Und da findet Gebärdensprache im Fernsehen statt. Und auch das Thema Hurricane, was jetzt in Amerika angesprochen worden ist, da war ein Dolmetscher selbstverständlich neben demjenigen, der die Nachrichten verkündet hat. Und in Deutschland ist das nach wie vor nicht selbstverständlich. Vor kurzem, am 3. September, lief das TV-Duell, da haben ja auch alle eine entsprechende E-Mail zu bekommen, zum Thema Gebärdensprache für dieses TV-Duell. Phoenix hat das auch gezeigt in Gebärdensprache und insofern war das wieder wirklich nur ein Knopfdruck. Und bei den anderen war es so, dass man wieder einen Fernseher brauchte mit HBW-TV, also einen Smart-TV, der eben auch einen entsprechenden Internetanschluss hat. Ich habe das zu Hause, HBW-TV, und ich habe mir das vorher bei Phoenix angeguckt. Das war wirklich ein Vorteil, einfach nur umzuschalten. Und am nächsten Tag, wenn man eben das bei Phoenix nicht sehen konnte, ich zeige Ihnen nochmal das Beispiel HBW-TV. Hier erscheint sozusagen mit der roten Taste die Startleiste und dann habe ich jetzt probiert, die rote Taste zu drücken und Gebärdensprache. Und ich habe dann die entsprechende Auswahl, die ich treffen kann. Gebärdensprache habe ich auch angeklickt. Ja, und das war das, was ich gesehen habe. Herzlich willkommen zu unserem Livestream mit deutscher Gebärdensprache. Man muss dann immer noch ein bisschen warten. Ja, das ist dann, wenn mir erschien. Also mein Fernseher unterstützt dieses Angebot nicht. Das ist echt schade, weil man kann die Technik sicherlich verbessern.
aber viele, die kein HBBTV haben, die sozusagen die Möglichkeit nicht nutzen können, da wird auch dann von dem Endgerät das entsprechend nicht unterstützt. Ich habe meinen Fernseher vor 4 Jahren gekauft, muss ich mir jetzt mal nochmal einen neuen kaufen, weil das nicht klappt. Das finde ich echt schwierig. Und insofern ist das für mich ein gutes Angebot, Phoenix auf jeden Fall weiterhin beizubehalten, wo man mit einem Knopfdruck sozusagen Gebärdensprache sich wieder anschalten kann. Ich habe im Internet etwas gefunden zum Thema Fernsehrat, also WDR-Rundfunkrat vom 30. September 2016, wo eine sehr gute Formulierung drinsteht zum Thema 100% Untertitel. Das ist hier oben. Und ich möchte eigentlich, dass das jede Fernsehanstalt macht, jeder Sender macht, 100% Untertitel einzuführen. Und ein Thema, wo ich nicht weiß, ob das wirklich so gemeint ist, dass die Zuschaltbarkeit von Gebärdensprachdolmetschern ermöglicht wird. Die Frage ist, was bedeutet Zuschaltbarkeit? Für mich ist das immer eigentlich von Seiten der Fernsehsender gedacht, das findet nur im HBBTV statt. Aber ich möchte das eigentlich, dass Gebärdensprache auf einem Kanal realisiert wird. Ich kann einfach nur umschalten. Es gibt einmal die Situation der Sendung ohne Dolmetscher und auf dem anderen Kanal eben die Sendung mit Dolmetscher. Und wenn ich dann Bauer sucht Frau angucken möchte mit Gebärdensprachdolmetschern oder irgendeine Kochsendung, dann drücke ich einfach nur einen Knopf. Das ist das, was ich mir eigentlich darunter vorstelle, unter dem Thema Zuschaltbarkeit. Ohne HBBTV, ohne bestimmte Situationen, die ich eben entsprechend zuschalten muss. Also ich habe sicherlich im HBBTV die Möglichkeit, den Dolmetscher entsprechend größer zu machen, das entsprechend anders zu positionieren. Und das kann ich mir dann sicherlich auch erlauben, wenn ich mir einen neuen Fernseher gekauft habe. Aber nicht alle Menschen möchten das. Das habe ich jetzt nochmal vergrößert. Das ist das, was Sie vorher schon auf dem anderen Chart gesehen haben. Ich möchte, wenn es um die Umsetzung dieser Formulierung geht, dass die Verbände eingeladen werden, dass man gemeinsam an einer Lösung arbeitet, wie das umgesetzt werden kann. Ich habe jetzt die letzte Folie, die bezieht sich auf das Thema Sehen statt Hören. Die Fernsehsendung gibt es seit 1975 und es ist so, dass vor 2 Jahren ein 40-jähriges Jubiläum gefeiert worden ist von Sehen statt Hören. Das ist sehr erfreulich. Und das ist praktisch unsere Sendung. Das ist die zeigt das Leben der Menschen, der gehörlosen Menschen. Sie zeigt Themen, die gehörlose Menschen betreffen. Es ist damals sehr stark kritisiert worden, dass es eben nicht inklusiv ist. Und für mich ist das die einzige Sendung, die inklusiv ist. Weil es gibt Ton, es gibt Gebärdensprache und es gibt Untertitel. Und das ist für mich die einzige Sendung, die wirklich alles vorhält. Ja. Ich finde es nicht gut, dass der BR 90% der Kosten trägt. Also das ist eine ganze Menge. Und dann aber sozusagen vielleicht weniger Untertitel bieten kann. Und es wäre gut, wenn das zwischen allen Sendern gleich aufgeteilt werden würde. Und alle zahlen den gleichen Beitrag. Die zweite Kritik, die ich anbringen möchte, ist, es gibt einfach zu viele Wiederholungen. Also es sind sehr viele Wiederholungen, die wir uns angucken möchten. Wenn das aufgeteilt wird mit den Kosten und mehr Geld zur Verfügung da ist, kann man sicherlich mehr neue Sendungen produzieren. Die Wiederholung kann ich mir auch im Internet angucken. Die muss ich nicht nochmal im Fernsehen sehen. Und oft ist es so, dass man eine Sendung ausmacht und denkt, ach, habe ich schon gesehen, mache ich wieder aus. Es wäre wirklich gut, wenn da mehr Neuproduktionen zu sehen wären. Ja, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen, vielen Dank für den wunderbaren Vortrag, lieber Bernd. Und Herr Fricke ist wie immer mit dabei und überreicht dir ein kleines Andenken an die heutige Veranstaltung. Wie hoch muss ich es halten? Ah, so rum, super.
Ich danke. Vielleicht darf ich ganz kurz die Redakteurin von Seestadt Hörn bei dieser Gelegenheit begrüßen, die sich